Moin und kia ora. Herzlich willkommen in Neuseeland. Wir sind gestern Nacht, in der Nacht gut angekommen. Unser Flug hatte ja 2 Stunden Verspätung circa, Abflug. Da gab es Probleme mit dem Gepäckband erst, auch mit dem Gepäck abgeben. Es ist die Maschine immer wieder ausgefallen, es hat bei allen nicht geklappt, das Gepäck wurde nicht akzeptiert, es musste manuell aufgegeben werden. Das war sonst über so eine automatische Maschine. Und nachdem wir das dann alles hinter uns hatten und dann auch am Flughafen, also am Gate waren und im Flugzeug, wie gesagt, dauerte es etwas, bis wir abgeflogen sind. Da wurde, als wir alle drinnen saßen, nochmal das Flugzeug aufgetankt. Das hatte vorher irgendwie wohl nicht geklappt oder wurde nicht zeitig erledigt. Und ja, genau, jetzt sind wir hier in Christchurch in Neuseeland. Wir sind um 2 Uhr nachts angekommen. Hat alles geklappt mit unserem Gepäck. Wir haben uns auch schon eine SIM-Karte geholt. Hier hatte ich mich vorab informiert. Da wir hier in Neuseeland mit einem Camper unterwegs sind, habe ich mir eine Unlimited Data Karte geholt, weil ich ja zwischendurch auch für die Arbeit irgendwie was machen muss und Netz brauche. Mit 100 GB sollte das erstmal ausreichen für unseren Zeitraum, den wir hier sind. Und genau, das heißt 2 Uhr nachts, 2.30 Uhr waren wir circa hier bei unserer Unterkunft. Und das ist nur so ein Einzimmer-Apartment mit Mikrowelle und Wasserkocher quasi und einem Bad. Es ging auch nur darum, jetzt sich ins Bett zu legen und zu schlafen. Der Große und die Kleine waren komplett wach während des Fluges, könnte man sagen, bis auf ein Powernap und bei der Kleinen. Und das hat uns schon ein bisschen gewundert, und dass sie da überhaupt nicht müde waren, aber dann zum Ende des Fluges hat man jetzt angemerkt, dass sie es doch sind und nicht schlafen wollen. Und dann erst in der Unterkunft zur Ruhe kamen, beziehungsweise die Kleine ist dann schon auf dem Rückweg eingeschlafen. Nasenkribbeln. Ja, so viel dazu. Für mich hieß es dann heute Morgen etwas früher raus. 7.30 Uhr bin ich direkt schon wieder los. Zum Flughafen wieder zurück. Und zwar unseren Camper abholen. Nachdem wir ja beim letzten Mal hier in Neuseeland mit einem Bus durch die Gegend gefahren sind und ein bisschen abhängig davon waren, wo halt die Busse hinfahren und Zwischenstopps da auch nicht so wirklich möglich waren, haben wir uns diesmal gedacht, ey, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit mit. Und mit Kindern ist es vielleicht sowieso entspannter. Wir buchen uns einen Camper. Hahaha, war erstmal gar nicht so einfach, weil die Preise ja extrem teuer sind für Camper. Wir sind hier gerade mit dem letzten Monat, also mit Monat Februar, letzten Monat High Season. Genau. Haben dann irgendwann ein gutes Angebot gefunden. Hab das an Reisaus weitergeleitet. Die haben das geprüft und dann letztendlich gesagt, okay, komm, wir machen das. Lass uns das buchen, wenn ihr das wollt. Und das hat alles wunderbar geklappt jetzt. Ich habe den Camper abgeholt. Ist auch das Modell, was das so circa sein sollte. Ein Mighty Big Six. Also das ist eigentlich ein Camper für 6 Leute. Oder für 4 Leute und ganz viel Gepäck. Und daher optimal für uns. Das Wetter ist übrigens sehr bewölkt. Ich muss hier mal wieder ein T-Shirt anziehen. Und es ist schon recht frisch, wenn ich hier draußen stehe. Ich weiß aber nicht, ich glaube, es sind 20 Grad. Das heißt, 18 Grad sind es hier. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis ich mich hier wieder dran gewöhne, die Temperaturen. Es ist ja nicht super kalt, aber im Vergleich zu 32 Grad in Brisbane ist es ein Unterschied. Der Uber-Fahrer hatte erzählt, dass es wohl letzte Woche auch extrem heiß war und auch noch diese Woche wieder extrem heiß wird. Laut Wetterbericht soll es hier auch bis 30 Grad werden jetzt noch die Woche. Wer es aber vielleicht mitbekommen hat, jetzt zeitlich gesehen, in Auckland ist gerade alles landunter. Die hatten extremen Regen über 4 Tage, irgendwie 40% von dem Regen, den sie sonst im Monat haben, über 4 Tage, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dort geht gar nichts mehr. Also irgendwie sind da wohl die ganze Straße überflutet, es sind leider auch Menschen gestorben, viele verletzt. Und da gibt es auch erhebliche Probleme auf den Straßen mit dem Camper. Da gab es verschiedene Infos. Nahverkehr geht teilweise nicht. U-Bahn, S-Bahn oder was es da halt gibt, ist lahmgelegt, die Tram. Das heißt, wir sind auf der einen Seite natürlich ganz froh, dass wir jetzt in Christchurch, also auf der Südinsel, anfangen. Wir wollen hier unten eine kleine Runde drehen und dann fahren wir nach oben mit der Fähre noch auf die Nordinsel rüber. Also wir haben einiges geplant, was das letztendlich angeht.
Und hoffen dann, dass sich das einfach bessert und die Menschen dort ja alle irgendwie ihr Zuhause wieder zurückbekommen. Ein kleines Auto mit dem Kennzeichen All In. Okay. Ja, und ich dachte, ich stelle euch jetzt einfach nochmal unseren Camper vor, denn ich bin jetzt hier zurück bei der Unterkunft mit meinem riesen Schlüsselbund. Und die Kinder schlafen noch, Vivi ist halb wach. Und ja, wir schauen uns das einfach mal an. Der Mighty Big Six, Platz für 6 Personen, wie gesagt. Nicht das allerneueste Modell, schon so ein bisschen genutzt. Was, denke ich, vollkommen normal ist. Und ich jetzt einfach mal hier die größten Schäden, hier sollte wohl mal was sein, einfach mal kurz zeige. Genau. Self-contained, also wir haben Badezimmer und alles mit an Bord. Ich glaube, die Tür hier habe ich abgeschlossen. Die ganzen Schlüssel muss ich auch erstmal schauen, dass ich die richtigen Schlüssel finde. Das war eigentlich der richtige, nur andersrum drehen. Genau, Fliegengittertür haben wir hier für die Seitentür. Einen kleinen Feuerlöscher und ansonsten haben wir hier schon mal die Kindersitze drin. Die habe ich gerade beim Abholen überreicht bekommen, musste die selber einbauen. Habe das dann nochmal gegenchecken lassen, aber von der Mitarbeiterin, weil das mit dem Anker, mit dem Anker von den Kindersitzen hier nicht so ist wie in einem Auto. Hier gibt's, also hier ist es theoretisch schon so, aber wenn man es festzieht, ist es halt immer noch lose. Das heißt, man zieht es nicht ganz so doll fest. Sie sagt aber auch, das ist das eher das zweitrangige zum Anschnallen. Genau, die sind aber relativ fest. Und hier ist der andere Sitz für die Kleine, also nach hinten gerichtet. Jetzt ist die Frage, ich hatte den jetzt hier hingebaut, weil ich dachte, das wäre ganz praktisch. Und sie sagte, sie sei sich nicht sicher, das sieht super aus, dann ist ja auch fest und ist ja auch nach hinten gerichtet. Aber sie sei sich wohl nicht ganz sicher, ob sie nicht theoretisch dahin muss. Das müssen wir jetzt nochmal gucken, ob das vom Gesetz her irgendwie verboten oder nicht verboten ist. Und genau, machen uns von daher dann darüber noch mal kurz schlau. Ich hatte jedenfalls erstmal nichts Negatives darüber gelesen. Ansonsten haben wir hier ein bisschen wackeliges Armlehnen-Equipment. Genau, die Fahrerkabine. Mercedes Sprinter. Ja, Tacho nicht das neueste, nicht digital. Eingebautes Navi allerdings, inklusive eigener App von der Gesellschaft hier für Informationen, was es halt in der Nähe und so weiter gibt. Was ganz cool war, ein Kartenspiel umsonst, ganz viele Bücher umsonst. Ich habe jetzt mal ein paar mitgenommen über die Hauptgebiete, wo wir hinfahren. Noch ein paar Flyer und noch mal Must-Dos in diesen entsprechenden Gebieten. Auch nicht verkehrt. Auch super. Gab es hier mit zum Check-in eine Quick Reference User Guide, also was mache ich wie. Es ist ja auf der anderen Seite auch das erste Mal, dass wir überhaupt mit dem Camper unterwegs sind, in der Richtung. Also ich hatte vor ein paar Jahren mit Paddy mal die Erfahrung, mit einem Bulli unterwegs zu sein. Das ist ja aber noch was anderes als hier. Dann hier nochmal eine Info über die ganzen Leuchten und Signale. Genau, und dann ist es auch das erste Mal, dass wir als Familie dann entsprechend im Camper unterwegs sind. Was haben wir hier noch? Oh, passt. Genau. Hier in alle Schubladen. Ah, reingucken, das ist nicht verkehrt. Genau, dann haben wir. Oh, hier wackelt es ein bisschen. Genau, Fahrerkabine, wie gesagt. Hier haben wir einen Tisch für dort. Den müssen wir allerdings abbauen und können wir nicht nutzen, weil wir die Kindersitze haben. Gut, jetzt haben wir den halt im Auto. Dann haben wir hier einen Campingtisch für draußen. Hier ist noch ein einzelner Sitzplatz. Dann haben wir hier oben ein Bett mit Bettwäsche für 2 Leute. Nochmal 2 und nochmal 2. Das ist halt der Vorteil. Wir haben einen automatischen Wäschewechselservice in Christchurch, Queenstown oder Auckland.
Oh, hier USB-Steckplätze und das muss ich wohl noch mal rausfinden. Genau, das heißt, wir brauchen ja erstmal eigentlich nur für zwei Betten und für, also eigentlich brauchen wir nur für zwei Leute auch erstmal und gucken dann, wie wir das entsprechend wechseln. Sie sagte, wir können ja mal eins behalten und einmal komplett Wäscheset wechseln zwischendurch. Genau, was haben wir noch? Ein bisschen Platz hier, ein bisschen Platz dort, ein bisschen Platz hier. Alles vorhanden. Genau. Es gibt übrigens über diese App, die man sich aufs Handy laden kann, von diesem Unternehmen, THL, auch ganz viele Videos, wo alles erklärt wird. Also auch hier zum Beispiel Water Heater, die ganzen Wasserpumpe für Toilette, die ganzen Lichter, wann mache ich was an. Hier ist nochmal der Hinweis, alle ein bis zwei Tage Wastewater ausleeren, Freshwater auffüllen. Das ist halt hier. Hier kann man auch nochmal Batterie testen. Das ist soweit alles in Ordnung. Dann hätten wir hier theoretisch einen Fernseher. Und einen Remote-Controller. Oh, weiß ich nicht, wofür beides da sein soll. Ist ja okay. Mal gucken, dass das hier nicht alles so doll wackelt. Genau, dann haben wir hier unseren Ofen. Kochfeld, Use Matches, okay. Das heißt, wir brauchen hier eventuell, wenn nicht vorhanden, noch Streichhölzer. Wir haben Besteck. Wir haben hier noch mehr Besteck. Eine Schale extra, die da nicht mehr reingepasst hat. Und einmal nichts. Genau. Und unseren kleinen Ofen. Oder Grill. Genau, dann haben wir hier unser Spülbecken. Hier noch eine Mikrowelle. Noch ein Wasserkocher und ein Toaster. Dann haben wir einen eingebauten Heater. Wir haben eigentlich eine eingebaute Heizung. Ich bin der Meinung, das ist für den. Das muss ich aber sonst noch mal rauslesen, ob das wirklich halt auch dafür ist. Was haben wir hier noch? Pfannentöpfe, Schneidebretter, Schaben und Streichhölzer. Hier haben wir also schon mal gefunden. Vielleicht nicht unbedingt da unten aufbewahren. Hier haben wir einen Mülleimer. Eigentlich auch ungern da aufbewahren. Hier sind noch mehr Gläser und noch Plätze für andere Gläser. Dann tue ich sie mal da rein. Und hier ist noch zum Wasser aufkochen. Ach, jetzt weiß ich auch, was hier so geklappert hat auf der Hinfahrt. Das kann man sich ja noch mit arrangieren. Dunstabzugshaube. Dann haben wir hier hinten halt das zweite Bett, was wir dann abends immer noch umbauen werden. Genau. Das kommt dann hier raufgelegt, das Zwischenbrett. Ah, das ist der andere Tisch, den wir da vorne gesehen haben, ist dann für hier gedacht. Für Frühstück. So, hier bin ich wohl irgendwie gegen den Knopf gekommen. Also hier waren wir ja gerade stehen geblieben. Glaube ich, hatte ich erzählt, es ist ja nochmal ein Ablagefach. Ansonsten war das ja hier der andere Bettbereich, den wir dann entsprechend immer noch umbauen abends. Oder wir schlafen alle da oben drinne. Theoretisch wäre da ja auch Platz genug für. Das macht es natürlich auch entspannter mit Umbauen immer. Und die Kinder verbrauchen jetzt nicht so viel Platz und sind ja auch froh, wenn wir in der Nähe sind. So, hier in den Fächern ist leider auch nichts drinne. Kann ja seine Geldbörse vergessen. Genau. Ich glaube, das hatte ich noch nicht gezeigt. Wir haben ja mal unsere Dusche. Nochmal eine Wäscheleine drin, Toilettenpapier extra und ein kleines Handtuch, Toilette, Dusche, wie gesagt, self-contained. Hier haben wir noch einen Heizlüfter, den wir aber auch nur nutzen können, wenn wir am Campingplatz am Strom angeschlossen sind und eine Stange, wo ich noch nicht so schlau geworden bin, was das sein könnte. Noch mehr Platz hier drin.
Genau, der Kühlschrank ist auch schon an und läuft. Der ist auch immer an, hatte sie gesagt, weil der Hauptschalter, der wichtig ist, entsprechend ja auch an sein muss, wenn wir den Camper halt nutzen. Den macht man nur aus, wenn man das nicht braucht. Ach, Kohlenmonoxidalarm. Test funktioniert. Ja, passt. So. Danke. Genau, so viel dann zu unserem Camper. Ich werde jetzt gleich mal rein, mal gucken, wie weit die anderen sind, dass wir dann ja auch rechtzeitig auschecken und uns dann auf den Weg machen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, entsprechend, vielleicht brauche ich dafür diese Stange, eher nicht, da Vordach hier auszuklappen. Wir haben hier Wasseranschluss. Wir haben hier hinten unsere Klappe mit dem Stromanschluss, den Abwasserabschluss und Frischwasserkabel. Und ja, auf der anderen Seite haben wir dann entsprechend, komme ich jetzt noch nicht so gut an, weil ich ja hier an der Straße bin, haben wir noch die anderen Anschlüsse, die wir sonst brauchen, für Gas zum Beispiel. Genau. Hier ist 2024, ist die Elektrizität getestet worden. So viel dann zu unserem Camper. Wir werden mal schauen, wie das unterwegs ist. Er lässt sich auf jeden Fall ganz gut fahren. Jetzt nichts, was ich sagen würde, das ist extrem schwierig. Es ist immer noch besser zu fahren als den T2 Bulli. Ist natürlich eine andere Größe. Wir dürfen nur 90 km/h fahren maximal, aber wir sind jetzt hier auch nicht auf der Flucht. Und von daher würde ich sagen, ich gehe jetzt mal rein. Genug von mir und dem Erziele. Das ist ja hier immer ein bisschen länger gewesen. Und wir melden uns von unterwegs. Wir bleiben jetzt erstmal aber auch 2 Nächte hier in Christchurch. Wir haben uns hier noch einen Campingplatz gebucht. Und genau, fahren dann nachher, ich glaube ab 10 können wir da einchecken, da dann auch direkt einmal hin und sortieren uns dort erstmal. Also von daher, bis dann, ciao! Moin, ja, da sind wir wieder. Jetzt in Neuseeland. Tom hatte euch ja schon ein bisschen den Camper gezeigt. Und genau, danach sind wir zum Supermarkt gefahren, haben uns dann erstmal ordentlich eingedeckt mit all dem, was man so braucht. Wir haben Sachen für 2 warme Mahlzeiten, Toilettpapier, Spülschwämme, Sachen fürs Frühstück, ein paar Snacks, Getränke, Müllsäcke, all sowas, was man eben so braucht. Wurde dann ganz schön voll, der Einkaufswagen. Und wir haben rund 200 neuseeländische Dollar ausgegeben, also es sind ungefähr 120 Euro. Also, was wir so auf den ersten Blick sagen können, es ist schon ganz schön teurer hier. Witzig war, dass der Supermarkt der gleiche quasi war, nur mit einem anderen Namen aus Australien. Also sehr vertraut, auch viele Produkte gleich. Oder es stand auch drauf, dass es dann halt hergestellt ist in Australien, also schon sehr witzig. War dann noch gar nicht so das Feeling, dass man jetzt in Neuseeland ist. Genau, danach waren noch 15 Minuten Fahrt bis hier zum Campingplatz. Wir haben natürlich schon im Supermarkt beim Einladen der Lebensmittel das alles schon einsortiert. Und hier am Campingplatz war ich da mit den Kindern draußen. Da gibt es einen kleinen Spielbereich und Torben hat dann schon mal den Campingplatz ein bisschen eingerichtet, erkundet und unseren Camper fertig gemacht soweit. Dann folgte der Mittagsschlaf. Das ist ganz praktisch. Ich werde hier gerade gekniffen, weil das von der Uhrzeit so hingehauen hat wie normal unsere Uhrzeit. Das heißt, trotz der neuen Zeitverschiebung von 3 Stunden noch, also wir haben jetzt 12 Stunden Unterschied zu Deutschland, sind wir so in unserem Zeitrhythmus weiterhin drin. Wir haben alle dann ein bisschen Schlaf nachgeholt und waren jetzt noch mal kurz in einer Mall. Und auf dem Rückweg nochmal bei einem Spielplatz, dass der Große sich noch ein bisschen mehr austoben konnte. Und sind jetzt hier wieder zurück zu unserem Campingplatz. Und ich dachte, ich zeige euch den mal ein bisschen, wo wir hier gelandet sind in Christchurch. Genau, das ist der Holiday Park. Man fährt dann hier rein. Es ist hier direkt eine relativ gut befahrene Straße. Und da gibt es hier vorne direkt das Office für den Empfang und alle Informationen. Man kann hier halt mit dem Camper hinkommen oder es gibt hier auch so Hütten, die man sich hier anmieten kann. Genau, und dann gibt es einmal
Dort in dem Gebäude ist einmal eine große Küche, den TV-Raum, also da gibt es auch ein paar Tische und Stühle zum Hinsetzen fürs Essen. Und dann noch Männer- und Frauenduschen und Waschmaschinen. Also das kann man natürlich hier auch dann gut nutzen. Dann ist hier vorne einmal die Mülldeponie, sag ich mal. Da kann man dann seinen ganzen Müll, den man so hat, hinbringen. Wie gesagt, hier ist dann so ein kleiner Spielbereich. Ist jetzt nicht groß, also eine Rutsche, ein so ein Drehgerät und ein Trampolin, das eigentlich ziemlich ganz neu und modern aussieht und ganz ordentlich. Und genau, dann sind hier oben noch die ganzen Hütten. Dann gibt es hier auch noch einen kleinen Campingbereich in der Mitte beim Spielplatz. Und es ist ganz schön voll geworden jetzt mittlerweile. Total verrückt. Ich glaube, ich war gerade gar nicht ganz auf dem Bild, aber naja, genau, es ist also ganz schön voll geworden und hier stehen wir. So, und genau, jetzt haben wir uns so grob hier eingerichtet. Ich zeige euch das mal. Ich habe mir ja auch schon ein bisschen gezeigt. Es wird schon gut voll. Das müssen wir gut zumachen, weil bei der Fahrt hierher vom Supermarkt ist der erstmal aufgegangen. Nicht so gut. Genau, und wir haben ja jetzt hier oben diese Hochebene und da ist auch die Leiter, aber das reicht locker, dass wir da alle zu viert liegen können in Reihe und Glied und ja, also völlig ausreichend. Torben hat Beinfreiheit, alles was man braucht, genau. Hier sind ja die Kindersitze, aber das hat Torben auch alles schon gezeigt. Genau, da sieht man hier draußen ist der Spielplatz und dann noch so ein Campingbereich, der überdacht ist. Genau, wir werden jetzt gleich mal Nudeln machen, das hat der Große sich gewünscht. Da, wir haben uns in der Mall schon so ein End-of-the-Day-Angebot gekauft von Muffins und sind davon jetzt schon ganz schön satt, war irgendwie jetzt nicht so die beste Wahl. Aber war lecker. Ja, ne, war lecker. Genau, und deswegen gibt es jetzt nur noch ein paar Nudeln mit Tomatensauce, ganz easy peasy, nichts Besonderes. Wir werden auch nicht hier kochen, um unser Gas noch ein bisschen zu schonen und zu sparen. Und werden natürlich ja die Küche drüben nutzen, also ist ja nur Nudeln einmal aufkochen und dann essen wir hier. Mal gucken, ob wir draußen essen oder dann uns hier das mal ein bisschen einrichten mit dem Tisch. Genau, wir nehmen euch natürlich weiterhin mit. Bis dann!